weiter natürlich Grund genug, über die Märkte zu sprechen. Das mache ich jetzt mit Andreas Paczorek von CMC Markets. Herr Paczorek, schönen guten Tag nach Frankfurt. Wir sehen heute ja eine, ja, das ist eine große Frage. Wir sehen auf jeden Fall den DAX im Plus. Gegenbewegung oder schon die Trendwende? Es könnte der Zeitpunkt für eine Trendwende sein. Es wird abzuwarten bleiben und es wird vor allem auch von der chinesischen Geldpolitik im Prinzip abhängen. Außer Kraft setzen dieser Notbremse wirkt einerseits schon stabilisierend, war von den Marktteilnehmern selbst schon kritisiert worden. Und ich denke, die Triggermarke von -5% und -7% war auch einfach zu eng gewählt für die chinesische Börse, die da doch ein bisschen volatiler ist. Und da dies nun aus dem Weg geräumt ist, kommt da so ein bisschen eine Stabilisierung rein. Aber vor allem ist es die Yuan-Abwertung, die die Marktteilnehmer beunruhigt bzw. an den Märkten für diese Unruhe sorgt. Und die Situation, die wir aktuell haben, ist, dass die Marktteilnehmer ziemlich einseitig aktuell positioniert scheinen, weiter von einer chinesischen Yuan-Abwertung ausgehen. Das könnte auch über den mittelfristigen Raum so stattfinden, denn die chinesische Regierung möchte die Exportwirtschaft stabilisieren. Aber sie könnte durchaus nun auch wieder intervenierend eingreifen, um die eigenen Börsen und die eigenen Märkte zu stützen, auch durch Kapitalkontrollen. Da gibt es jetzt Spekulationen dazu. Und sollte dies eintreten, dieser Fall, auch beispielsweise überraschend übers Wochenende, dann besteht die Gefahr einerseits, dass ein großer Teil der Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt wird. Wir sehen einen überverkauften Markt, eine bärische Positionierung. Und hier könnte durchaus dadurch auch, dass wir in verschiedenen Märkten, an verschiedenen globalen Indizes, an wichtigen Chartmarken angekommen sind, potenziellen Unterstützung, dass hier durchaus bei einer Gegenbewegung, bei einer überraschenden Aktion der chinesischen Zentralbank hier die Gegenbewegung umso heftiger ausfallen kann und dann auf eine Erholung einstehen könnte. Auf jeden Fall sehr hektischer, sehr nervöser Handel. Das sehen wir auch an den kräftigen Ausschlägen, eben in die eine oder die andere Richtung. Inwiefern werden da heute Nachmittag die Non-Farm Payrolls aus den USA eine Rolle spielen? Ist doch da eine heftige Reaktion zu erwarten? Ja, die Non-Farm Payrolls waren ja diese Woche fast schon in Vergessenheit geraten, zu Randnotiz verkommen. Ja, die können natürlich auch Impulse liefern. Und wir hatten schwache Einkaufsmanager-Indizes des verarbeitenden Gewerbes und diesmal auch des Dienstleistungsgewerbes aus den USA. Hier ist durchaus Überraschungspotenzial auf der Unterseite gegeben, da wir am Mittwoch positive ADP-Arbeitsmarktdaten hatten. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass hier eigentlich schlechte Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden. Einerseits schürt das zwar die globalen Konjunktursorgen, andererseits könnte es die US-Notenbank davon abhalten, schnell wieder die nächsten Zinsschritte einzuleiten, weil wir hatten ja den Fed-Vize Fischer, der neulich noch erklärt hat, vor ein paar Tagen erst, dass die Fed auf dem Weg ist, 4 Zinsanhebungen dieses Jahr tatsächlich durchzuführen. Und das könnte dann eben dem Ganzen ein Dämpfer liefern. Also spannender Termin heute, 14:30 Uhr, sollte man nicht außer Acht lassen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Chartsituation im DAX, die man nicht außer Acht lassen sollte. Mhm. Sie haben schon gesagt, die Indizes kommen an wichtigen Chartmarken gerade an, auch der DAX. Ja, im Tief gestern stand der DAX nahe an seinem 2011er Aufwärtstrend. Also diese Trendlinie verläuft ungefähr bei 9.700 Punkten. Sollte diese gebrochen werden, dann droht dem DAX nicht nur ein Absturz auf die Vorjahrestiefs um 9.300, sondern möglicherweise sogar noch tiefer. Andererseits, wir sind eben an diesen wichtigen Chartmarken angekommen, sehen aktuell eine Gegenbewegung. Sollte diese ausgebaut werden, dann könnte auf der Oberseite schnell wieder die 10.500 in den Fokus rücken. Und gelingt es den Bullen, den DAX darüber noch zu schieben, dann könnten wir auch eine Gap-Schließung um 10.750 gehen. Wir sehen viel Potenzial in die eine oder andere Richtung. Wird sehr entscheidend werden, wie die nächsten Tage und Nachrichten natürlich sich hier gestalten. Dankeschön, Andreas Paczorek von CMC Markets. Schönen Tag Ihnen. Vielen Dank, Ihnen auch.